Und zuletzt zählten wir dabei bei unseren Hamburger Obdachlosen einen Ausländeranteil von fast 70%. Auch dies stellt nichts anderes als den statistischen Beleg für gescheiterte Politik offener Grenzen dar. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, Betteln ist in Hamburg sowie in Deutschland allgemein nicht verboten, weder gestern noch morgen. Aber aufdringliches Betteln kann sehr schnell eine Ordnungswidrigkeit darstellen und aggressives Betteln kann auch schnell zu einer Straftat führen. Diese auf rechtlichen Gesichtspunkten fußende Differenzierung sollte sich ein jeder vor Augen halten, besonders nach der zwar emotionsgeladenen, jedoch fachlich verzerrten Eingangsthese der Linken. Es wurde daher auch kein Bettelverbot, sondern ganz normale Platzverweise ausgesprochen. Auch dem mehr oder weniger unterschwelligen Versuch, dabei unserer Polizei ein rechtswidriges Verhalten anzudichten, gilt es hier mal entschieden entgegenzutreten. Und Herr Grutzeck, ich weiß ja nicht, was Sie verfolgt haben, was die Hamburger Polizei gemacht hat. Und ich glaube, es ist auch erstmalig, dass hier die AfD den Innensenator in Schutz nehmen muss. Aber verfolgen Sie mal, was Ihr eigener Fraktionsvorsitzender so treibt. Am 10.10. letzten Jahres, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, gab es ja die schöne Info, CDU fordert mehr Polizeipräsenz am Hamburger Hauptbahnhof, auch aufgrund der Obdachlosigkeitslage. Und dann, also nur Präsenz zeigen, aber nicht eingreifen. Das sind ja auch komische Vorschläge. Denn diese Polizei, die wird ja lediglich tätig, wenn, Zitat des Polizeisprechers, aggressiv gebettelt wird oder das Betteln mit einer Lagerstättenbildung einhergeht. Und dafür danken wir auch dieser Polizei. Wir als normale Passanten, die auf dem Weg zum Hauptbahnhof eben nicht von aggressiven Bettlern verfolgt werden wollen, es danken aber auch ebenfalls die Gewerbetreibenden, etwa in der Mönckebergstraße. Und zwar eben nicht, weil diese nur glauben, dass ein durch Obdachlosigkeit geprägtes Straßenbild schädigend für ihr Geschäft sein könnte, sondern weil die ja sehen, dass potenzielle Kunden Reis ausnehmen, wenn sie schon vor dem Eingang des Geschäfts von dort kampierenden Negativbeispielen Gefahr laufen, angebettet zu werden. Der Polizei danken allerdings auch, und nun passen Sie auf, die Positivbeispiele der von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen, also jene, welche zumindest versuchen, aus ihrem derzeitigen Schicksal auszubrechen. Das sind beispielsweise die Hinz- und Kunstverkäufer. Denn es liegt doch auf der Hand, dass ein Passant, der soeben aggressiv angebettet wurde und nur noch froh darüber ist, der Situation entkommen zu können, dass dieser Passant 200 Meter weiter definitiv nicht mehr beim legitimen und zu unterstützenden Hinz- und Kunstverkäufer hält, um dort eine Zeitung zu erwerben. Von diesen Menschen reden wir hier also auch überhaupt nicht, und diese sind und waren auch nicht betroffen von den besagten Polizeimaßnahmen. Die tatsächliche Problematik werden mit Blick auf unsere letztmalig 2018 durchgeführten Obdachlosenbefragung deutlich. Und wahrscheinlich verweigert Rot-Grün auch genau deshalb anhaltend die regelmäßige Erhebung, weil diese eine sehr unbequeme Wahrheit offenbart. Denn zuletzt zählten wir dabei bei unseren Hamburger Obdachlosen einen Ausländeranteil von fast 70%. Auch dies stellt nichts anderes als den statistischen Beleg für gescheiterte Politik offener Grenzen dar. Bedingungslos offene Grenzen ziehen leider immer primär Sozialfälle und eben keine Fachkräfte an. Andernfalls müssten unsere Firmen beim aktuellen Fachkräftemangel ja selbst mit dem Transporter durch die Straßen fahren und diese Obdachlosen aufgabeln. Tun sie allerdings nicht, weil diese in der Masse nun mal leider nicht für unseren hiesigen Arbeitsmarkt geeignet sind. Diese Menschen sind in großen Teilen unter falschen Versprechungen als Tagelöhner zur Schwarzarbeit nach Hamburg gelockt worden und wurden später von ihren Peinigern fallen gelassen. Oftmals hier nie einen Wohnsitz besessen oder Steuern bezahlt, haben diese ebenfalls kaum bis keine Ansprüche auf Sozialleistungen und folglich auch keine Wiedereingliederungsperspektiven. Die Hamburger Ausländerbehörde muss daher wieder verstärkt die europäische Freizügigkeitsberechtigung bei Obdachlosen überprüfen. Da waren wir auch schon mal weiter. 2019 betraf dies beispielsweise 389 Personen. In 312 Fällen stellte die Behörde dabei fest, dass der Grund
zur Rechtfertigung der Freizügigkeit, wie zum Beispiel Arbeit, Ausbildung oder Arbeitssuche, entfallen war oder nie bestanden hatte. Bei diesen Menschen handelt es sich in der Regel um Obdachlose aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Also keine dritte Welt, Staaten oder gar Kriegsgebiete. Doch die Feststellung allein reicht nicht dafür aus, dass die Betroffenen denn auch tatsächlich zurückkehren. Insofern gilt es, genau hier den Schwerpunkt zu legen und notfalls entsprechende Rückreiseanreize zu schaffen. Dann, werte Kollegen, müssen wir hier auch keine Debatten über vermeintliche Verdrängungsmaßnahmen gegenüber Obdachlosen führen, weil dann, werte Kollegen, unsere bestehenden Hilfesysteme ausreichen, um dann den nur noch marginalen Anteil unserer Obdachlosen auch wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können. Vielen lieben Dank.